Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Mass Effect. Ja. Gut. Nerum. Was haben wir denn da? Nerum ist eine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Methan und Argon. Seine Permafrost-Oberfläche besteht vornehmlich aus Basaltgestein. Seine bekanntesten Wahrzeichen ist die Ellos-Kluft, eine langgestreckte vulkanische Divergenzzone, die sich über eine halbe nördliche Hemisphäre erstreckt. Leicht Metall vorkommen. Okay. Dann haben wir noch Yarta. Yarta ist eine terrestrische Welt, deren Atmosphäre Spuren von Krypton und Argon aufweist. Die Oberfläche ist heiß und setzt sich vornehmlich aus wenig bemerkenswerten Silikaten zusammen. Es gibt gelegentlich Vorkommen von Aluminium, Magnesium und anderen Leichtmetallen. Yarta ist bekannt durch die Entdeckung des Leviathans von Dies, von dem angenommen wird, dass es sich um die Leiche eines mittels Gentechnik geschaffenen, einst lebendigen Raumschiffes handelt. Der Leviathan wurde von einem batterianischen Forschungsteam im Tal des Kraters gefunden. Man schätzt sein Alter auf fast 1 Milliarde Jahre. Vor 20 Jahren verschwand er nach dem Besuch eines batterianischen Schlachtschiffs in diesem System. Seitdem haben die Batterianer hartnäckig bestritten, dass der Leviathan überhaupt existiere. Und das mit umso mehr Nachdruck, nachdem sie mit von solarianischen Wissenschaftlern gemachten Aufnahmen von der Leiche konfrontiert worden sind. Ich muss nochmal nachgucken, wo wir hin müssen. Feindliche Übernahme. Pferdekopfnebel im Fortuna-System. Okay. Das Fortuna-System. Wo ist das denn? Da ist der Pferdekopfnebel. Fortuna. Und da sind wir schon. So, ich weiß immer nicht, ob wir da schon mal waren oder nicht. Ich habe immer keine Ahnung. Ventania. Über Ventania sind nur wenige Fakten bekannt. Bei der Erforschung des Systems durch das Allianz-Forschungsschiff Kuppe wurde noch eine einzige kleine unbemannte Sonde zur Erkundung dieser abgelegenen Welt eingesetzt. Ventania ist ein felsiger Eisplanet, dessen Atmosphäre Spuren von Krypton und Schwefeldioxid aufweist. Die detaillierten Untersuchungen der Normen, die zeigen, dass die eisbedeckten Landschaften ein ausgleichsreiches Minengebiet sein könnte. Der Planet scheint maßgeblich aus gefrorenem Wasser zu bestehen, aber Wasserprüfungen deuten auf einen Planetenkern aus purem Aluminium hin. Was extrem wertvoll wäre. Amarantin. Amarantin ist eine kalte Felsenwelt mit einer Oberflächenatmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Gefrorene Oberfläche besteht zum Großteil aus leichten Titan- und Aluminiumoxid sowie Vorkommen von Thorium und anderen Schwermetallen, die sich tief in der Planetenkruste finden lassen. Amarantin erhielt seinen Namen von der menschlichen Dichterin Sophia Cabral, während sie ihren Dienst an Bord des Allianz-Forschungsschiffs Kuppe ableistete. Unter dem Dämmerlicht des roten Zwerges Fortuna erscheint die Oberfläche des Planeten selbst am helllichten Tag in changierenden blauen und violetten Farben. Und wir nehmen Ordnung und Garrus mit. Gucken, wie das so ist. Und ich weiß, ihr werdet mir in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob ihr in die Kommentare schreibt, aber ich weiß, wenn, dann würdet ihr mir in die Kommentare schreiben, du warst schon an X, du warst schon an Y. Und ich so, jo, ja, es ist wahr. So, das wird alles wahr sein. Über den Berg. Das haben wir so viele tausende Berge sein müssen. Heilige Maria. Haben wir die richtige Richtung? So. Gottes Willen. Das ist die Steuerung von dem Ding, ne? Da drüben sitzen es
auch bestimmt toll. So. Jetzt haben wir wieder in die falsche Richtung. Das ist doch unfassbar. Jetzt fahren wir etwa in die richtige. Das muss irgendwo da sein. Aha, ich sehe das Fragezeichen. Ah, starker Nebel hier, würde ich sagen, ne? Also die Sicht ist nicht so geil. Was haben wir denn hier? Außer ein paar Trümmer? Trümmer, die Artefakte, die wir bergen können. Perfekt. Turianische Insignie gefunden. Sie haben ein besonders aufwendig gearbeitetes perlenbesetztes Halsband mit den Insignien der Galadana-Kolonie gefunden. Es scheint sehr alt zu sein. Jo. Jetzt müssen wir nur noch hier ein bisschen nach links abbiegen, weil die sind doch zum Glück nicht zu hohen Berg. Und da noch ein Hopf. Was ist das unten rechts? Ist das die Radargröße? So. Das muss hier auf ebener Fläche. Ah, okay. Ach, da. Ah. Aha. Solche Oberflächen mag ich. Nichts. Außer flach. Aua. Ja, genau. Alter, diese Kacksteuerung, ne? Fast so schlimm wie bei Borderlands. So, ist das hier richtig? Ich höre schon wieder los. Hallo, Commander Shepard. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Da meine einstigen Partner tot sind, ist dieses Syndikat nun mein. Ohne sie wäre mir das nicht gelungen. Gern geschehen. Diese Männer hatten den Tod verdient. Bekommen wir jetzt ein Problem? Nicht, wenn ich es verhindern kann, Commander. Hoffentlich ist Ihnen klar, dass ich bei Weitem nicht so böse bin wie diese Männer. Unter meiner Führung wird sich diese Organisation auf das Glücksspiel und den Schmuggel mit illegaler Technologie beschränken. Für die Batarianer gibt es keine Drogen und keinen Sklavenhandel mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Weggehen, die Gruppe auflösen, dann sind wir fertig. Bleiben Sie lieber sauber. In diesem Fall können Sie gehen, aber wenn ich Sie erneut beim Sklavenhandel erwische... Das werden Sie nicht tun. Diese Organisation kann auch ohne Sklaven und Drogen sehr profitabel sein. Hier ist Ihre Bezahlung. Sie werden sie gewiss als mehr als angemessen ansehen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, meine Männer werden in der Gegenwart von Gesetzeshütern nervös. Leben Sie wohl, Shepard. Na gut. Es ertönt ein leises Signal aus dem Computer Ihres Kampfanzugs, als die Einzahlung von Helena auf Ihrem Konto eingeht. Sie verbeugt sich freundlich und zieht sich zurück, während Ihre Männer Sie herausgeleiten. Wir werden sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Stufenaufstieg. Das freut mich. 2 Punkte, naja gut. Spectre Training. Direkt wieder mit vollem Schild. Gerwes hat auch 2 Punkte, der macht das in... Das ist das mit dem Schildschaden, ne? Ja, komm, machen wir den hier. Und Erdner kriegt 2 Punkte in Stase. So. In Marco einsteigen. Auf die Normandy. Wir werden sie nie wiedersehen. Was vielleicht nicht weiter schlimm ist. So, Aufträge. Den Fan, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das können wir machen. Und die alle können wir tatsächlich nicht machen. Das sind so Neben... Mission quasi. Begeben Sie sich in das Antaeus-System. Also Antaeus, Hades, Gamma. Aber erstmal muss ich die restlichen Planeten hier erkunden. Manganlis.
Magan ließ er seine terrestrische Felsenwelt mit einer Schwefeldioxidatmosphäre und Spuren von Helium. Bei Scans wurden die alten, uralten Lava-Ebenen auf der Oberfläche entdeckt. Dies deutet auf eine geologisch aktive Vergangenheit hin. Die Oberflächenkruste besteht aus Schwefel und Basalt, aber die Masse des Planeten deutet auf einen Kern aus Eisen oder noch schwereren Stoffen hin. Oberflächliche Bohrproben lassen darauf schließen, dass die Existenz einer einfachen unterirdischen Lebensform durchaus möglich ist. Wir haben trojanische Zitlinge gefunden. Und der letzte Planet, Terumlon. Terumlon ist eine eiskalte Welt mit einer dicken Stickstoff-Argon-Atmosphäre. Die Oberflächenwelt besteht aus Silikaten und einigen Eisensorten, weist aber auch erstaunliche Vorkommen an Phosphaten auf. Da in der Atmosphäre kein Sauerstoff vorhanden ist, sind die Phosphate vergleichsweise rein und können einen einigen Wert für die Herstellung von Düngerstoffen und Brandmunition darstellen. Seltenes Element, wir haben wertvolle Plutonium-Vorkommen entdeckt. So, Antaeus im Hades Gamma. Antaeus Hades Gamma. Hades Gamma, da. Antaeus. Sehr schön. Okay, das ist ein größeres System. Erstmal Humidor. Ist das der Humidor nicht eigentlich der Krebs? Nein, nicht der Krebs, der Hummer. Humidor ist eine Eiswelt mittlerer Größe mit einer extrem dünnen Atmosphäre aus Krypton und Xenon. Deine gefrorene Fläche ist ungewöhnlich glatt und legt eine umfassende und wiederholte Einebnung durch kryovulkanische Prozesse nach. Obgleich eine derartige Atmosphäre der gegenwärtig nicht nachweisbar ist. Kann ich das Wort denn nicht aussprechen, bitteschön? Wemal ist eine enorm terrestrische Welt aus einer Kombination von Gestein und Eis mit einer Atmosphäre aus Methan und Titan. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Calcium und Vorkommen Eisen. Aufgrund der extrem gefährlichen Oberflächengase müssen Forschungsteam hier sehr vorsichtig sein. Und wir haben große Vorkommen Uran entdeckt. Na, und ihr wisst, ne, in Urin ist genauso viel Uran wie in Phosphor ist. Tribin ist eine mittelgroße terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Die kalte Oberfläche besteht hauptsächlich aus Nickel mit Vorkommen Silber. Obwohl die Umweltparameter von Tribin sich moderat gestalten, konnte sich aufgrund des Mangels an Wasser oder anderer förderlicher Substanzen dort bis jetzt keine Lebensform ausbilden. Das Unternehmen Exogoni hat vor kurzem einen Kometen, der gefrorene Wasser enthält, in die Atmosphäre des Planeten gebracht. Dies dient als erster Schritt eines lang angelegten Plans, die Atmosphäre zu verdichten und den Planeten mit Wasser anzureichern. Auf der Oberfläche des Planeten ist zurzeit ein Forschungsteam stationiert, das die geologischen und meteorologischen Auswirkungen dieses Experiments beobachten soll. Das meiste freigesetzte Wasser ist immer noch im Atmosphärendämpfen enthalten, aber es haben sich schon dichte Wolkenbänke gebildet. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass es schon bald der erste Regen auf diese Welt fällt. Allerdings hat das Forschungsteam mit häufigen mechanischen oder softwarebedingten Ausfällen ihrer GPS-Satelliten zu kämpfen. Und genau dieses Team sollen wir, glaube ich, bergen. Wir nehmen Talia und Ashley, die Frauen, mit. Sehr schön. Eieiei. So, Ashley kriegt 2 Punkte in Sturmgewehr. Und Tali kriegt welche Basispanzerung. So, wo müssen wir hin? Wo sind wir? Wir gehen erst dahin. Dann dahin, dann dahin. Also erst nach ganz. Erst nach rechts. Perfekt. Ich kann den Counter wieder nicht einblenden. Das ist doch kacke. Ich muss aber schätzen, wie lange die Folgen gehen. Die meisten werden wahrscheinlich dann Überlänge dadurch haben. In die richtige Richtung. Ich denke mal, die Planeten sind kleiner als ich denke. Alternativ könnten wir auch einfach nur ein Radar mit größerer Reichweite brauchen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Mhm.
Da ist was. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich sehe es. Oh, es ist fast am Rande. Eieiei. Ein uralte Trümmer. Perfekt, turianische Insignien haben wir. Traumhaft, weiter. Da ist die Forschungsbasis. Wir müssen ein bisschen hier, wahrscheinlich über den großen Berg. Ich freue mich. Nein, wir können am Berg vorbei. Perfekt. Was zur Hölle? Ich will gar nicht wissen, was das war. Ich will es nicht wissen. Ich glaube, das ist... das ist das Ding. Doch, tatsächlich. Ich dachte, es wäre ein Grafikfehler oder so, aber... Es sieht nach einer Forschungsbasis aus. Die man jetzt gerade nicht sehen kann. Sehr schön, oder? Nee, gar nicht. Das ist die Forschungsbasis. Aber was ist denn das dann? Offenbar ist niemand zu Hause. Ja, das glaube ich auch. Fehlerhaftes Objekt öffnen. Mhm. Medizin-Kit. Es ist so still. Oh Gott. Und eine Computerkonsole. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Na toll. So, nein. Scheiße. Oh Gott. Da war das eng. Wäre jetzt aber, glaube ich, nichts Wichtiges gewesen. Aber wir müssen da in der schönen 3 Zügen ausgeparkt. Schöne Ausgrabungsstätte. Boah, der Wagen ist weitergerollt. Habe ich die Handbremse wohl vergessen? 18 Minuten. Heieieiei. Dann machen wir noch diese Mission und dann gehen wir raus. Also, dann nicht gehen wir raus, ne? Verschiss, und oh no. So. Dann beenden wir die Folge, das wollte ich sagen. So. Oh oh. Husks. Nicht toll. Die sind nicht toll, die Dinger. Ladet alle Fähigkeiten auf. Feinde. Ja. Eieiei. Hab ich auch geschossen? Um Gottes Willen. Davon habe ich schon gehört. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Na wunderbar. Das wird nicht klappen. Scheiße. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Na toll. Egal, ist nicht so dramatisch. Ist es ja aus oder Eingang. Sehr schön. Nee, hä? Ach komm.
Wow. Ganz schlechte Idee. Oh Gott, da auch. Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeni-Terms geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Elim Prime sehr ähnlich waren, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Geth-Gebiet entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Jo, das ist allerdings wahr. Und hier können wir noch gucken. Nein, das ist zu niedrig. Bereit, wenn Sie es sind. Ja, okay. Und was haben wir da? Da geht's weiter runter, so, ne? So. Nichts Besonderes, ein Schlammkanister. Ja, auf jeden Fall. Ein Kanister voll Schlamm, das ist doch das, was jeder braucht zu Hause. Im Garten, in seinem kleinen Loch. So. Perfekt. Jo, und weiter hier um die Ecke. Eieieiei. Natalia hat einfach so extrem viel Schild, ne? Ich habe auch schon viel mit 3. Aber Natalia hat halt echt nochmal die Haut richtig raus. So. Ab zum Marco. Danach das kleine Ding damit einsammeln und dann los. Aber auch sehr schön, wie die sich einfach immer teleportieren quasi. Ist das die richtige Richtung? Jo. Also die sind so 100 Meter von dem Ding entfernt. Ich steige ein, sind drin. Da ist ja kein echter Cut zwischen, der jetzt irgendwas hätte symbolisiert, dass die Zeit kurz vergangen ist. Ist ja nicht, ne? Ist ja einfach dann da. Alter, warum sind diese Wege eigentlich immer so lang? Kann man das jemand erklären? Man müsste diese ganze Mission mal echt zu Fuß machen, Alter. Das wäre die absolute Vollkatastrophe. Den Weg zu Fuß, viel Spaß. Eieieiei. Was haben wir hier? Ein Transmitterturm. Entdeckung: Dieses Gerät überträgt Signalbündel in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so vehement gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. Das ist ja. Wow. Hier geht's in Normandy. Gespeichert ist es. Bis zur nächsten Folge und tschüss.